Servus Leute, willkommen zurück zu Let's Play Zombie Panic Sauce und ich glaube bei Part 42. Nur Gott und die Welt weiß, welcher Part es ist, ich natürlich nicht. Und ja, scheiße. Okay, scheiße, ja, kacke. Ich habe erstmal gerade mal wieder hier eine geile Waffe verpennt, weil ich keine Ahnung von der Map habe. Beziehungsweise schon so ein bisschen. Habe ich ja letztes Mal oder vorletztes Mal ein bisschen gezockt. Vorletztes Mal eher. Letztes Mal nicht, das weiß ich noch. Und ja. Super Sache hier. Ich laufe mal durch die Gegend und habe keine Ahnung. Scheiß Shotgun-Munition hier immer. Komm schon. Ich will meine Waffen. Und keine Zombies, ihr verdammten. Weiß es ich was. Meine Güte, ey. Ich bin schon der Zombie. Nur mal wieder ein paar Moves falsch setzt, echt. Fuck. Natürlich, ich bin echt so ein Held. Ich renne erst in die Zombie-Horde, dann renne ich in die Menschen-Horde. Alter. So, als mich wenigstens der Whitey, weil er sich schon verpisst hat, weil der schon weiß, was wir für Lappen sind. Aber das werden wir gleich ändern. Ich muss nur warten, bis der Feind hier vorstößt. Und dann hat sich das geändert. Mit dem Glück. Ja, den krieg mal. Tja, mein Freund. So läuft es ja nicht in der bösen Welt. So. Jetzt habe ich leider die anderen verpasst. Hab wenigstens eingekillt. Aber er musste ja auch schießen. Da kenne ich keine Gnade. Genauso wie bei dem hier. Hallöchen. Ich weiß, dass du hier bist, aber du wirst mich nicht sehen. Komm schon. Jetzt wird hier nicht gezockt und gerannt, hier wird jetzt gekämpft. Ey, wo will der hin? Der will mich doch verarschen. Ja, ja. Hier. Mach da auf. Ja, nee, hier. Nix da. Hier, da guck. Deswegen hat man Freunde. Die kommen einem immer zu Hilfe. So, und jetzt will ich gerade mal schauen, ob da hinten noch was war. Also hier habe ich auf jeden Fall die Waffe verpennt. Da lag sie. Sieht man jetzt natürlich gar nichts, nicht mal mit Zombie Night Vision. Weil die erkennen nämlich nur Menschen in der Nacht. Das ist nämlich auch so cool geregelt. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Ich will Whitey sein. Aha. Wuhu. Nein. Fuck, ich bin fast tot. Gut, was ist schon fast tot? Oh, die sind doch echt überall. Los, ne? Ruhm in Hell zu spielen. Nee, kann grad nicht. Warum habe ich mich eigentlich auf beschäftigt gestellt, damit mich Leute anschreiben oder was? Jetzt, wo sind die? Nein, hier ist niemand. Beziehungsweise niemand Lebendiges. Hallo? Und warum machen die hier alle Rock the Vote? Noch zwei Stimmen und wir sind hier weg von der Map. Es geht so nicht. Biotech ist eine geile Map. Die sieht mich gar nicht. Los! So. Nur weil ihr alle Angst habt zu sterben. Upsi. Nein, 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 nein. Ich habe schon voll die gute Runde hier. Sobald ich Whitey bin, läuft's. Gut, ich kriege ja auch viel Unterstützung. Wo sind sie? Die war doch gerade noch hier. Ist echt blöd. Eigentlich muss ich mir mal so ein Guide anschauen, wie man die Map spielt. Ne? Ich habe halt keine Ahnung und so privat spiele ich das Spiel halt nicht so. Habe ich aber schon 100 Mal erzählt. Ich kann nicht 1000 Games spielen. Das geht einfach nicht. Und somit kenne ich auch nochmal alle Maps. Bin nochmal up to date. Die sind ja eh gerade hier voll am Contagion rumbasteln. Von daher läuft da eh nix. Meine Güte, wo sind die? Noch einer lebt. Der versteckt sich doch so wie ich. Immer. In einem Busch. What the fuck? Wir glitschen irgendwelche Leichen durch die Welt. Ah. Ist da auch nix. Da habe ich mich ja schon mal versteckt. Oh, oh, jetzt kann man
Devil Forest, near No Exit, Hideout, Core Complex. 5 oder 4? 5 wäre No Exit, na klingt gut. Was wäre 6? Na komm, No Exit klingt geil. Kein Entkommen, kein Ausgang, wie auch immer. Und da unten ist schon, ich laber hier nur rum, den Ullmann setzt. Ja, gut. Deswegen hasse ich Rock the Vote, da ist man mal kurz auf einer anderen Map. Und natürlich hat es jetzt hier nicht angezeigt. Ich mach mal kurz hier. Zack, Multiplayer. Keine benutzerdefinierten Sounds. Jetzt ganz schnell da drauf. Also seht ihr mal, das geht racki zacki hier mit meinem Internet. Hoffentlich. Na komm. Wisst ihr, das nervt mich jetzt. Weil jetzt bin ich wahrscheinlich hier wieder nicht mitten im Spiel drin. Na gut, ich bin halt wieder Zombie. Aber ich dachte, das haben die so klug gemacht, dass es nach der Runde erst weitergeht. Remake, das heißt, da wurde irgendwas verbessert. Hoffentlich. Remake heißt nicht immer besser. Heißt ja nur, dass es neu gemacht worden ist. Ja komm. So viel zu geil im Internet. Aber es liegt nicht an meinem Internet, liegt wahrscheinlich an den ihren Servern. Weil das muss ja auch von den ihren Servern kommen. Ich meine, du kannst schon eine Million Kilobits haben. Das bringt ja nichts, solange der Server nur 10 hat. Hast du auch nur 10. Also Upload, Download, wisst ihr ja alle. Wahrscheinlich. Nicht die meisten, aber die Nerds. Ja komm. Wir haben keine Zeit. Jede Minute, die ihr vergeht, ist kostbare Zeit. Wird ja mehr aufnehmen, aber das ist einfach 30 Minuten, es dauert schon viel zu lange, es hochzuladen. Ich hab da einfach noch nicht die Mittel dazu. PC geht eigentlich schon racki-zacki, aber das Hochladen, das dauert immer 4-5 Stunden und... Ja, das ist krass. Ja, also, und bis das hier runtergeladen ist, das sind bestimmt schon 3 Runden auf dem Server vergangen. Meine Güte. Aber jetzt habt ihr auch mal gesehen, ne? Wenn's mal nicht läuft, müsst ihr mal in den Einstellungen gucken. Ja, wir drücken mal F1, aber wir werden wahrscheinlich eh Zombie sein. Was ist das jetzt hier für eine Musik? Kotzt mich schon wieder an hier. Ich hab da keine Rechte drauf. Aber es sieht geil aus, die Map. Sieht echt geil aus. Muss ich mir merken. Nur leider gibt's noch keine Option, wie ich hier irgendwie die Sounds da abschalten kann. Und irgendwie leckt das grad. Keine Ahnung, was da los ist. Bisschen zu viel Action. Was? Geh auf! Oh! Was macht denn die da? Ich muss mir auf jeden Fall gleich mal umschauen, was hier alles abgeht. Damit ich bereit bin. Ach, hallo! Wir haben dich doch ganze Party... What the fuck? Also es leckt gerade echt ein bisschen. So, jetzt gleich hier... Keine Musik! Keine Musik! Keine Musik! Da! Presse! So. What the fuck? Okay, das klingt echt gut. Endlich mal ein bisschen Action in Zombie Panic Sauce, nicht immer die langweilige Scheiße hier. Ah, okay, also irgendwie scheint die Map ein bisschen zu krass für das Spiel zu sein. Oder für den Server. Na komm, geht... Wow, das war knapp. Mann, warum gibt's nicht mehr von solchen Maps? Die sind echt cool. Aber leider, ihr wisst ja, die Server halten es halt nicht aus. Wo geht's jetzt? Ich wette, hier geht's raus. Ja. Nein. Hier. Das ist so eine Art Zombie Escape. Okay, die Maps heißen alle Zombie Escape, aber diesmal wirklich, wo man wirklich abhauen muss. So, wortwörtlich... Wortwörtlich. Ja, ich habe da keine Waffe. Ich sehe nur lauter Waffen. Beziehungsweise Munition dafür. Oh oh, hinter uns. Hier waren wir letztes Mal. Jetzt geht's hier runter. Naja, aber wahrscheinlich sehe nur ich die Bugs. Ihr seht das gar nicht, die Lecks hier. Die sehe wieder nur ich. Nice, wieder, was bist du für ein schlechter Spieler? Sollst du sich mir bieten lassen? Oh, Contagion-Werbung. Wahrscheinlich ist es echt. Ja, nee, muss nicht unbedingt von den Entwicklern sein. Ach man. Ich gehe mal lieber hier entlang. Ich brauche Waffen, verdammte Axt. Da laufen sie schon.
Ja, komm. Ich habe jetzt keinen Bock hier irgendwie lang rum zu kacken. Nichts nur. Gut, ich krieg schon irgendwann meine Waffen. Da läuft schon der Whitey, ich muss mich mal beeilen. Und das sagt mir, dass ich ziemlich am Arsch bin. Weil es gibt nur einen Eingang. Beziehungsweise einen offenen Eingang nur. Gott, schneller. Hä? Sorry, Leute. Musste sein. Ich musste überleben. Ich bin für YouTube da. Ich muss überleben. Und in meinen Augen läuft hier nichts. Oh, 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 oh. Wie gesagt. Wie gesagt, Leute. Die Waffen kommen automatisch zu mir. Jetzt bräuchte ich halt nur noch was von der Munition auch. Ich schmeiß am besten mal eine Waffe. Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht machen. Ah. So. Ist jetzt was los? Ja, da. Haben die bitte schon das da hinten verbarrikadiert? Loho! Boah! Da kommt die Soße an, ey. Und was ist zum Teufel? Was ist das? Genau solche Sachen bringen einen zu Weißglut hier, weil man dadurch dann stirbt, weil man hängen bleibt. Guckt euch das mal an! So assi. Und hier wird rumgeballert und ich erkenne gar nichts. Weil alles so rumleckt. Das Witzige ist, auf meinem PC läuft das flüssig. Das schafft wirklich nur der Server. Aber wenn mal was flüssig läuft, dann läuft es flüssig. So. Ah, da. Okay. Das war zu. Shitty. Oh, es geht weiter. Oh ja, ich muss mal öfters meine Ding benutzen. Oh shit, ey. Oh oh. Ich bin nicht da. Tschüss. Oh fuck, das war eine blöde Idee. Ich bin nicht da, Mann! Verdammt, ey. Ich hatte keine Ahnung von der Map. Wow. Oh! Mann, ich sehe da gar nichts. Ich hab das schon realisiert, aber ich dachte immer so typisch Zombie Panic Sauce, da passiert ja schon nichts. Ja, was soll das jetzt? Ah, okay. Los, kaputt machen. Ah! Wow. Hoffentlich erschlägt das keinen. Ah, wir haben eh gewonnen. Ja, die Map ist echt cool, auf jeden Fall. Und jetzt geht's wieder Musik, aber die wird niemand hören, weil diesmal stelle ich sie aus. Der hört mir eh fast gar nichts, jetzt war es echt leise, muss ich gar nichts ausstellen. So, aber wir rennen jetzt direkt los, wir lassen uns das alles hinter uns. Brauchen hier gar nichts. Ich drück nämlich gleich den Knopf. No exit, und warum steht dann da exit? Oh, doch, 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 doch. Sorry Leute, meine Waffen. Ich weiß, ich bin assi, die kriegt ja gleich jemand, ich will nur die Munition. So, wer zuerst zieht, der kriegt es zuerst. Und? Hat's jemand gesehen? Ne, da liegt sie noch. So, mich hat's nicht erwischt, glücklicherweise. Die Waffe liegt da immer noch rum. Und hier auch, überall das Zeug. Ja, selbst schuld, würde ich mal sagen. Ich hab sie da hingeschmissen. Wahrscheinlich sind's alle blind, die Leute. Und ich sehe ja mal gar nichts. Hallo? Okay. Oh ja, jetzt kommt... Shit, wo war das nochmal? Da war doch irgendwo die Rifle-Munition. Da, 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 da. Oh, seid doch ihr alle Assis. Mann, ihr habt doch gar keine M4 oder sowas. Doch, der eine schon, aber ansonsten ja nicht. Das Problem ist ja immer, die Zombies zu erkennen, weil die sind alle hier gleich aus, die Leute. Habe schon oft genug auf meine eigenen Leute geschossen, nur macht das ja nichts aus. Oh, oh. Ah. Stimmt, dass sie mal letztes Mal rauskommen. Los! This is it happening! Guck mal, von hier sieht es aus wie eine normale Fläche und so wie Treppen. Cool. Nichts. Ich boxe ein bisschen mal dagegen. Ja. Also mit H und dann Q. Rechtsklick, dann geht es auf. Dann kann man schlagen, wie gesagt.
Weil das habe ich auch eine Zeit lang nicht gewusst und habe auch nichts in der Einstellung gefunden. Jetzt schmeißen sie alle mit Waffen um sich. Oh oh. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, was da auf uns wartet. Man muss halt schnell sein, das Problem. Weil der Aufzug ging ja ziemlich schnell runter und ich dachte, das wäre eine Todesfalle, da renne ich nicht rein. Aber es war da nicht so. Ich habe gleich runtergeheizt. Und wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Da ist halt irgend so ein Parcours. Key, for God, Key. Was für ein Key? Was für ein Schlüssel? Oh oh, irgendwas sagt mir, dass wir einen Schlüssel brauchen. Mann, ich check die Leute nicht, die immer meinen, alles zu verbarrikadieren. Dann, ich versteck mich wieder hier hinten. Beziehungsweise, ich stell mich hin. Kann er nie wissen. Und mit ZK musst du schöne Dialoge machen. Okay. It's time for you to die. Das ist immer, wenn der Charakter von einem halt spricht. Das bin da meistens ich. Nicht immer, aber oft. Hallöchen! Ich will da jetzt raus, meine Freunde. Und warum macht es da immer jemand hin? Sind die alle wahnsinnig? Man könnte es so viel besser nutzen, die Barrikaden. Ich glaube, die wollen einfach nur, dass man... Okay. Die ist entweder infiziert oder ist einfach nur wahnsinnig. Ich tippe mal erst auf Ersteres. Hat der überhaupt jemand gedrückt? Ah, hier liegt schon wieder Zeug rum. Aber leider leer. Wir machen das mal hier. Ne, das ist ja dämlich. Hier. Los, 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 los. Ha! Scheiß Whitey. Sondern den Rest behalte ich jetzt. Los, durch, durch, durch. Wow. Okay, das reicht. Los, 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 los. Oh. Geschafft, meine Damen und Herren. Oh, da liegt noch Zeug rum, aber ich kann jetzt immer nach hinten. Los, schießt! Macht sie alle! So. Da war noch einer draußen, aber selbst schuld. Oh, ich freue mich schon auf den Parcours. Da ist ein Button. Ach du Kacke. Und das zeigt mir, dass die Hölle auf uns wartet. Genau hier. Wow. Geht's da runter? Nee. Los! Verdammt! Lauf, 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 lauf! Na klar! Ich wusste nämlich schon, die sind alle aufs Geländer gesprungen. Nur ich wollte halt nicht den Hinteren im Stich lassen. Und dann springt man mal kurz in sein Verderben. Verdammt. Hui! Ja, da machen wir das auch. Das Problem ist halt, wenn man aufs Geländer springt, fällt man halt mal kurz runter. Das ist halt nicht immer so cool. Aber ich habe eigentlich die Sprünge drauf. Nur da war ich halt einfach nicht schnell genug. Und ich kenne halt die Map nicht. Man kann nicht gut sein, wenn man die Map nicht kennt. Sonst hätte man dann auch Heimvorteil. Aber ich finde die Map echt cool, also. Merke ich mir, kann ich nur nicht immer bringen, weil es halt immer so eine Sache ist. Kommt halt irgendwann mal. Durch Zufall. Ja. Ich bin einer der wenigen Ausgewählten, die keine Waffe kriegen. Verdammt. Wow. Gerade noch so reingekommen. Wobei, was heißt der gerade so noch? Ach, der Arme. Solche Rebellen aus Half-Life 2, wer es nicht kennt. Jetzt müssen wir uns ganz schnell eine Rifle besorgen. Ich hasse Aufzüge in dem Spiel, das ist immer so komisch. So. Ich sammle hier mal alles schön auf, weil ich habe halt eine Rifle. Shotgun. Naja, besser als nix. Da kommst du eh wieder raus. Aber ich bin weg. Es wäre jetzt eigentlich schlauer, mal P zu drücken, aber dann verliere ich wieder alle Munition und es ist wahrscheinlich, dass wieder irgendwo jemand am Ende dann wieder eine Rifle wegschmeißt und dann habe ich genug Munition dabei. Sonst würde ich mich ja nur wieder ärgern. Genau wie hier, ey. So, hab nichts bekommen, ist aber egal. Habt ihr zu viel Munition oder was? Tja, jetzt ist meine.
Ja, jetzt. Danke. So. Ich muss echt mal hier diesen Knopf auf meiner Maus benutzen. Das ist echt cool. Den Dreierschüssen, also immer einen Salven schießen. Ist halt ziemlich praktisch, wenn das Spiel das nicht vorgibt, dann kann ich das halt hier mit meiner Maus machen. Hat man eine Gamer-Maus, dann benutzt man sie nicht richtig. Typisch X-Tune an 11. Aber das ist halt auch noch immer gut. Nicht immer gut so. Ah, komm rein. Das ist halt eher was, wenn man auf die Ferne schießt. Aber eigentlich ist es auch praktisch auch nicht so viel Munition verschwendet. Das wollte doch ich haben. Im Notfall nehme ich dann die Shotguns. Boah. Also diese kleinen Objekte hier, die nerven schon. Es ist zwar real, dass man hier dann hängen bleibt, ist ja klar, weil ich meine, wenn ich in echt über so ein Ding laufe, dann bleibe ich ja auch nicht spurlos. Also ich kann ja da auch nicht drüber rennen. So, als wäre nichts. Jeder rennt mal so über den Computer und macht nichts. Aber es ist halt dämlich, dass es dann so komisch leckt. Ich meine, so. Das ist halt immer so. Ich bin auch immer so einer, der dann hinten rumhängt und gar nicht an der Front kämpft. Nur irgendwie lasse ich das die Leute machen. Ich bin ja gut dran. Muss ja nicht helfen. Ich spare die Munition für später und dann kann ich da besser helfen. Ich muss mich bald von meiner Shotgun trennen, das mache ich jetzt auch. Weil... Wow! Schon die ersten Infizierte, weil ich einfach sonst zu langsam wäre. Die bringen eh nichts, die Teile, die kann man ruhig zerstören. Die kommen alle von rechts. Und von links paar. Kommt her. Seht ihr den Lex? Das ist einfach... Das ist echt gut mit den Dreier-Salven. So. Ich schnapp mir gleich die Munition da. So. Und diesmal weiß ich, was ich tun muss. Nur ich werde wahrscheinlich wieder verrecken. Soll ich schießen? Ne, mal gut so. Ich darf jetzt nur nach hinten gucken. Ich muss egoistisch denken. Für YouTube! So. Okay, ich schaff das. This isn't happening. Und wo müssen wir hin? Wow. Wo kam der her? Kommen alle von oben runtergesprungen, glaube ich. Verdammt. Mann! Macht's auf! Los, komm! Oh, da kann man. Okay, ich mach das ja schon mal kaputt. So. Ich bleib hier. Nicht euer Ernst. Okay, man muss von hinten kommen. Los, los, los. Komm schon, komm schon. Fast hätten sie mich erwischt. Oh shit. Wow. Natürlich, jetzt kriegen sie es auf, weißt du? Ihr habt mich nicht gesehen. Ihr habt mich nicht gesehen. Krasser Shit, ey. Oh, was ist das da unten? Eine Steuerung für einen Kran. Gott, irgendwas sagt mir, dass ich der letzte Überlebende bin mal wieder. Nee, bin ich nicht. Pisst euch doch. Was glaubt ihr eigentlich? Ich weiß, ich bin so gut wie tot, aber... Na, vielleicht auch nicht. Doch, die haben mich gesehen. Okay, Leute. Für die Menschheit. Ich springe in mein Verderben, wenn es soweit ist. Eigentlich wollte ich woanders schon springen, aber ich wäre trotzdem gestorben. Ah, Mann, ja, schon wieder die Musik hier.
Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Bam! Ja, letzte Runde, Leute. Ich kriege natürlich nicht wieder die M4, weil ich mal wieder so lahm war. Es gibt immer genug Leute, die hier mitdenken. Das ist so kacke. Und dafür schnappe ich mir das hier. So. Okay. Das ist letzte Runde, meine Freunde. Macht mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Nur leider komme ich halt nicht weit. Ich komme immer weiter, aber einfach nicht weit genug. Ich meine, wo ging es da weiter? Da war kein Knopf, gar nichts. Ich habe nichts dazu gelernt. Ich weiß nur, wo ich direkt hin muss. Aber mehr auch nicht. Da unten war halt eine Steuerung. Vielleicht muss man da was drücken. Keine Ahnung. Zack. So, oh nee. Na ja, komm, aber 8. Area 51, das ist cool. Wenn dann das. Wahrscheinlich wird es jetzt wieder mittendrin hier wieder wechseln. Das nervt immer echt. Immer dann, wenn es richtig cool ist, dann zack. Neue Map. Ohne zu warten, vielleicht auf die nächste Map. Aber kann sein, weil es diesmal nicht Rock the Vote war. Oh, Outbreak, hab ich einen Outbreak. Ich mag die Maps aber. Area 41 ist auch geil. Ja gut, ist ja eh die letzte Runde, die ich jetzt aufnehme, von daher passt es ja. Nur bei Rock the Vote wird es direkt gewechselt, weil... Fuck ey. Komm schon, gib mir eine Waffe. Ich kann nicht so egoistisch sein. Los. Schmeiß doch einfach eine Rifle runter, ich habe so viel Munition dafür. Komm, einer wird die doch jetzt gleich wegschmeißen. Ja, drückt mal jemand. Klar. Da schmeißt natürlich jemand weg. Komm schon, irgendjemand hat eine Rifle hier, die haben wir mal. Komm schon. Ich brauche eine Rifle, sonst bin ich am Arsch. So, mein... Wow. Was für ein Lag. Was ist das? Oh Gott, Internet weg. Ach Mann. Jetzt das ist und guck, da liegt die Rifle jetzt, weil der die verloren hat. Was steht denn da? Zombo. So Leute, das war's, weil ich krieg kein Reconnect. Wahrscheinlich war mein Internet Update mal wieder hier am Start. Ja, außer ich kann jetzt gleich rein, dann war's mit meinem Internet. Nee, jetzt schon noch was kaputt gegangen. Ja, Leute, dann war es jetzt ein abrupter Stopp. Tut mir leid. Hätte gern noch die Runde zu Ende gespielt, aber jetzt mal neu anzufangen wegen ein paar Minuten, das ist auch nicht das Wahre, sag ich mal. Dann danke ich fürs Zusehen. Man sieht sich im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.